Das Kleinwasserkraftwerk ist mit Rohbeton gemacht, vorne dran. Wie viel hat man verbaut? Für die Zentrale, ich glaube, das ist ca. 300 Kubik Beton, die wir da verbaut haben. Und wie lange hatte man jetzt an dem Bau insgesamt? Wir haben im März 2018 begonnen und die Arbeiten wurden kurzfristig hier abgeschlossen, also quasi anderthalb Jahre. Also hat es keine Zwischenfälle gegeben, alles reibungslos? Also das ist sehr gut funktioniert, keine Unfälle, nichts. Wir haben einfach eine sehr kurze Bauzeit gehabt und es war ein wenig schwierig am Anfang. Im Mai 2018, hier hat es wirklich nach einem Kriegsplatz ausgesehen, nach den ganzen Lawinen, Winter. Aber am Schluss hat das trotzdem geklappt. Zu den technischen Daten, wie viel Strom produziert dieses Kleinwasserkraftwerk? Wir erwarten eine mittlere jährliche Stromproduktion von ca. 5 Millionen Kilowattstunden. Gibt es da irgendeinen Vergleich? Ja, es gibt immer diesen Vergleich mit der Anzahl von Haushalten, die wir damit versorgen könnten, und das würde 1250 Haushalte darstellen. Für Platten ist das ein Vorteil, dass jetzt das Kleinwasserkraftwerk hier steht. Der Strom ist gesichert. Würde das in anderen alpinen Regionen eventuell auch funktionieren? Ja, ich denke, es gibt noch viele Projekte von Kleinwasserkraftwerken. Und gut, viele sind schon gebaut und da weiß ich nicht ganz genau, was noch alles am Laufen ist. Aber ich denke, für andere Gegenden gibt es noch Möglichkeiten.